Diese Ausgabe von Fisch oder Flop wird präsentiert von Daiwa Kormoran. Herzlich willkommen beim Anglerboard TV. Heute mit einer neuen Folge von Fisch oder Flop. Ich bin total gespannt, was mich hier erwartet. Ich bin am Elbe-Lübeck-Kanal. Das Gewässer soll optimal sein für die Aufgabe, die ich gleich erhalte. Daiwa Kormoran hat mir ein Gerät geschickt. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was es ist. Bin aber total gespannt und das Gerät werde ich gleich einmal auspacken und mir anschauen und dann mal gucken, worauf es geht. Oha, eine Rute. Die Daiwa Aqualight Feeder 150 Gramm. Ich glaube, damit ist schon klar, was ich machen muss. Es geht um Weißfisch, um Friedfische, Fiedern 150 Gramm. Wäre eigentlich wahrscheinlich eher was für einen Fluss, aber hier im Elbe-Lübeck-Kanal, da kann ich natürlich ordentlich Futter reinbringen, was auch nicht schlecht ist. Schönes Futteral auf jeden Fall mit dabei. Ah, da haben wir schon mal Spitzen. Zwei Stück in unterschiedlichen Farben. Ja, dreiteilig mit zwei Spitzen. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Ich stecke das mal zusammen. Alle Ringe perfekt in einer Flucht. Der Griff gefällt mir sehr, sehr gut. Der ist schön schmal, wie gesagt, zweigeteilt, einmal Kork, hinten einmal Duplon. Kann man wahrscheinlich auch gut mit werfen. Hakenöse mit dabei. Länge von 3,60 Meter, eine Transportlänge von 1,25 Meter. Ja, ein schönes Rot-Braun, würde ich sagen. Sehr stylisch. Zapfenverbindung, Ringe, ja, sehr sauber verarbeitet, alles sehr schön. Schöne Rute, aber ich glaube, da fehlt noch was. Also, das ist ja keine Stippe, brauche ich mindestens noch eine Rolle. Da bekomme ich ja noch was. Aha, extra schon ausgepackt oder geöffnet. Da ist doch schon mal die passende Rolle. Diver-Rolle, Ninja Match und Feeder LT 4000C. 4000er Größe. Passt ganz gut. Mache ich einmal auf. Sehr schick. Ja, wie von Diver gewohnt, läuft sehr, sehr rund die Rolle. Bremse. Ja, auch astrein. Das werden wir später noch sehen, wenn da mal Fisch dran ist. Schnurclip, einer mit dabei. Passen insgesamt, wenn ich das richtig sehe, 150 Meter 28er drauf. Ja, läuft sehr rund. Die schraube jetzt mal an die Rute dran. Ja, ich würde sagen, die passt. Sehr schön ausbalanciert. Ja, perfekte Größe für die Rute. Das gefällt mir schon mal. Sehr, sehr schöne Aktion. Liegt gut in der Hand, die Rute. Ich glaube, damit kann ich auch richtig geil rauswerfen. Muss ich jetzt hier im Kanal nicht, aber es ist eine sehr schöne Rute. Dünner Blank. Rute und Rolle haben wir jetzt. Ich glaube, da fehlt noch ein bisschen was an Kleinkram. Guck noch mal rein, was hier noch Schönes drin ist. Erstmal an Kleinkram, eine Rolle ohne Schnur bringt natürlich gar nichts. Deswegen habe ich hier super Schnur von Kormoran. Heißt Feeder Mono. Fluorocarbon coated, schnell sinken, das ist gut. Und wenig Dehnung, erkennt man die Bisse gut. Was haben wir denn für Stärken? Einmal eine 22er und einmal eine 28er. Jetzt haben wir Rute, Rolle, Schnur. Fehlt noch das Endtackle. Ich hoffe, ja, zum Fiedern braucht man natürlich Futterkörbe. Eckige, relativ schwere Futterkörbe von Kormoran. Sehr stabil. Und da passt auch einiges rein.
packe ich mal aus. Das macht den Friedfischangler froh. Ja, schön oben mit einem kleinen Wirbel zum Einhängen in die Schlaufenmontage oder im Boom. Schwarz, nicht so auffällig, viereckig, bleiben gut liegen auf dem Grund. Ja, da habe ich auf jeden Fall ein paar zur Auswahl. Das passt schon mal. Messed Feeder Körbe. Auch nicht schlecht. Drei Stück von Cormoran. Messed Feeder Set mit einer Mulde zum passenden Formen. Guck gerade mal, Gewichte 30, 40 und 50 Gramm. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Da ist noch mehr drin. Ganz viel. Ja, was ist das? Jetzt muss ich auch mal selbst schauen. Auch von Cormoran, Endtackle zum Fiedern. Einmal Booms, oder wie heißen die? Doch, Anti-Tangle-Boom, gebogen. 13 cm lang, flexibel. Ja, kann man schön im Futterkorb einhängen. Drei Stück sind da drin. Und dann haben wir noch Vorfächer. Das ist das Feederrig Freerunner, 0,3 mm. Das sind gleich ja, etliche. Wenn ich jetzt einmal gucke hinten, das ist eine Schlaufenmontage. Das ist super, das gefällt mir. Einen schönen Wirbel dran, doppelten. Was ist das? Cormoran Profi Fiedervorfach. Mit geflochtener Schnur und ein Powergum Schockabsorber. Das ist gut für größere Fische, falls ich größere Fische fangen sollte, aber da hat man vorne auch so ein Powergum noch dran, irgendwie, was dann sich ein bisschen lang zieht. Ja, einen kleinen Wirbel dran für den Futterkorb wieder, auch eine gute Sache. Jetzt habe ich hier super Gerät zum Fiedern, zum Friedfischangeln. Wirklich alles dabei, Futterkörbe, Messed Feederkörbe, Rute, Rolle, Schnur, Vorfächer, aber ich weiß noch nicht, worum es geht, was ich machen muss. Elmar, der Kameramann, gibt mir gerade meine Aufgabe. Nehme ich mal die Rute beiseite. Da bin ich mal gespannt, was ich machen muss. Wird ja irgendwas mit Friedfisch zu tun haben. Deine Aufgabe, fange mit der Fiederausrüstung von Diver Cormoran 10 Brassen, Ü60 oder 5 Aalande Ü50, Petri. Ich glaube, da hat einer gestern Abend zu tief ins Glas geschaut. 10 Brassen über 60 cm. Ich wäre ja froh, wenn ich jetzt mal einen fangen würde. Aaland, ja, Elbe-Lübeck-Kanal ist ein Top-Gewässer dafür. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube, eine unmögliche Aufgabe, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben das ganze Gerät noch mal kurz eingepackt. Es kommt ein heftiges Gewitter auf uns zu. Wir verkriechen uns kurz in die Autos. Wenn das Gewitter vorbei ist, kommen wir wieder, bauen alles noch mal auf. Und dann folgt der zweite Teil hier am Elbe-Lübeck-Kanal, live am Wasser. Und dann werden wir schauen, ob ich meine Aufgabe löse. Am Ende des zweiten Teils habt ihr die Möglichkeit, dieses tolle Gerät von Diver Cormoran, das Feeder-Set, mit allen kleinen Teilen, mit der Rute, mit der Rolle zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr am Ende des zweiten Teils.